Herzlich willkommen im Paul-Janis-Stadion in Düsseldorf. Freundschaftsspiel zwischen der Fortuna und der Stollenberg-Elf des 1. FC Köln vor knapp 500 Zuschauern. Nach dem Abtasten in der Anfangsphase der FC mit der ersten Chance Simon Terodde, Taner Yalcin, aber der Pass auf André Sinho zu ungenau. Dreizehnte Spielminute, aussichtsreiche Position für den 1. FC Köln. Petit beim Freistoß und der geht glatt in die Mauer. Unnötiger Ballverlust und der Konter der Fortuna, der läuft über Gauss. Zunächst abgeblockt, dann aber doch der Pass auf Tor Gelle. 1:0 Fortuna Düsseldorf. André Sinho kann Gauss, der sich hier den Ball zu weit vorlegt, zwar noch stören, aber Torgelle dann eiskalt vor Mondragon. Trotz des Spielstandes der FC die spielbestimmende Mannschaft. Petit, André Sinho und die Flanke, die geht vorbei an Freund und Feind. Allerdings sieht man hier in der Zeitlupe, dass der Keeper der Fortuna, Ratajczak, gut beraten gewesen wäre, hier energisch herauszugehen. Denn Simon Terodde verpasst den Ball nur knapp. 36. Spielminute und dann diese Szene. Torgelle mit dem Rücken zum Tor und er zieht einfach mal ab. Aber der Außenpfosten rettet. In dieser Situation wäre Farid Mondragon ohne Chance gewesen. Noch war sie gut, die Laune der Fortuna-Fans. Dann allerdings erhöhte der FC abermals die Schlagzahlecke von rechts, Taner Yalcin. Dann wird es ein wenig unordentlich im Fortuna-Strafraum. Der Ball kommt zu Martin Lanig mit seinem schwächeren linken Fuß. Und in der Zeitlupe sieht man noch einmal, wie knapp das Ding hier am Tor vorbeisegelt. Kurz vor der Halbzeitpause dann die letzte Chance für den 1. FC Köln. Taner Yalcin, Simon Terodde. Und der sieht Alexandru Ionica nicht im Abseits, sondern mit dem 1:1 Ausgleichstreffer. Sehr stark gemacht hier von Simon Terodde. Und Alexandru Ionica mit guter Ballannahme und der nötigen Ruhe vor Ratajczak. Nach dem Jubel kam die Halbzeitpause und viele Wechsel auf beiden Seiten. Die erste Gelegenheit im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber, aber der eingewechselte Daniel Schwabke vor dem Düsseldorfer Angreifer. Im Anschluss gab es weniger Tempo und weniger zwingende Torchancen. Die beste auf Seiten des FC, die hatte hier Alexandru Ionica. Der Querpass auf Wungu Idika allerdings mit zu wenig Druck gespielt. 10 Minuten vor dem Ende und hier im Paul-Janis-Stadion, da wurde es noch einmal etwas kurios. José Pierre Wungu Idika mit dieser Flanke und Ratajczak mit dem Eigentor. In der Zeitlupe sieht man die Flanke von Wungu Idika, die dreht sich Richtung Tor und Ratajczak greift hier nur um Zentimeter daneben. Aber der Fehler, der wird gnadenlos bestraft. 2:1 für den 1. FC Köln. Kurz vor dem Ende dann noch einmal eine Chance für den 1. FC Köln. José Pierre Wungu Idika und der legt hier quer. Christian Clemens verpasst und Daniel Brosinskis Schuss, der wird abgeblockt. So blieb es also beim 2:1 für den 1. FC Köln. Ja, ich denke, dass das Spiel für beide Mannschaften, für beide Trainer ihren Zweck erfüllt hat. Es ging darum, halt die Spieler, die jetzt länger nicht mehr gespielt haben, 90 Minuten auf den Platz zu schicken. Und auch die Spieler, die jetzt Samstag noch gespielt haben, zumindest 45 Minuten. Weil doch aufgrund der Abstellung der Nationalmannschaft zu Hause nur mit einem reduzierten Kader zu trainieren gewesen wäre. Und das ist besser, hier auch Spielpraxis zu sammeln. Neben der Spielpraxis war natürlich auch das kleine Derby ein Erfolgserlebnis nach der Niederlage gegen Gladbach. Also uns tut natürlich nach dem Spiel am Samstag jedes Ergebnis gut, auch in diesem Spiel hier. Und das ist einfach wichtig. Und Spieler brauchen Erfolgserlebnisse. Und auch wenn das natürlich heute nur ein kleines ist und ein Trainingsspiel war, ne, so denke ich, so tut es doch allen gut. Nein, also für uns ist schon wichtig, dass wir das Spiel hier gewonnen haben. Ne, will es nicht überbewerten, aber wie gesagt, ein Erfolgserlebnis tut dann doch schon gut. Und gut tat es auch Petit, Alexandru Ionica und Christopher Schorch, die gemeinsam heute wieder auf dem Platz stehen durften.